Praise God. Preis sei Gott. Are you all ready to fly along with me? Seid ihr alle bereit, mit mir abzuheben? Buckle up your seatbelt. Schnallt euch an. Praise God. We're going to take off right now. Wir werden jetzt starten. He's in there. Captain Crew, you know what I mean? Get your, okay. Oh, we're about to take off. Praise God. Wir werden jetzt starten. Glory to God. Ehre sei Gott. Last Sunday I told you. Letzten Sonntag sagte ich euch. The title of my message today. Den Titel meiner Botschaft für heute. I titled my message Strange Miracles. Ich gebe dieser Botschaft den Namen komische Wunder. Not oder komische, ungewöhnlich. Ungewöhnliche, danke, Wunder. Ungewöhnliche Wunder. Amen. Amen. It's good for you. Glory to God. Ehre sei Gott. There was something that happened to me last year. Letztes Jahr ist mir etwas passiert. You know, just 2 months now. Es ist nur 2 Monate her. And I was sharing with a pastor convert. Ich habe mit einem Pastor in Afrika etwas erzählt, besprochen. I was telling him about a miracle I experienced. Und ich habe ihm erzählt von einem Wunder, was ich erlebt habe. I have dates. Und ich habe Daten. 28 of October. Am 28. Oktober 2020. 11th November. Am 11. November 2020. This day. Diese Tage. They are special days. Sind besondere Tage. And the 28th of December. Und auch der 28. Dezember. 2020. Can you imagine having a miracle to October, November, December? What do you think will happen in January? Kannst du dir vorstellen, Wunder zu haben im Oktober, November und Dezember? Was meinst du, was im Januar geschehen wird? And I shared with you this testimony. Und ich habe euch dieses Zeugnis erzählt. Of the project I have in Africa. Von diesem Projekt, was ich in Afrika habe. And I don't know how to handle. Wo ich nicht wusste, wie das vonstatten gehen soll. Because of the finances involved. Aufgrund der Finanzen, die dafür nötig waren. And, I prayed and I handed it over to God. Und ich habe gebetet und es Gott in die Hände gelegt. And someone heard about this, project. Und jemand hörte von diesem Projekt. And said, this person, you see how I put it, this person said, I'm going to sow a seed there. Und sagte, ich werde da hineinsehen. Ihr, die das Zeugnis schon gehört habt, ihr and wisst Bescheid. Said, we'll be given, 15,000 Euros. Und die Person sagte, wir werden 15.000 Euro geben. And when it was time, und als es an der Zeit war, said, I have 10. Sagte die Person, hier sind 10, ich habe hier 10.000. Und ich habe mich gefreut und getanzt, weil ich weiß, 10.000 sind wunderbar. So I was dancing, praising God. Und ich habe getanzt und Gott gepriesen. I mean, there are some miracles. You don't know whether shall I cry or, you know, you understand how, you know? Or shall I cry or so laugh, Wunder, you know? Da weiß man nicht, soll ich jetzt lachen oder weinen. So I was dancing. Also habe ich getanzt and sharing with my guy in the United States. Und habe das meinem Bekannten in den USA erzählt. And all of us asked, "Moment, wait a minute." Und dann habe ich gesagt, nee, Moment mal. The person said 15. Hatte die Person nicht 15.000 gesagt? And then the devil now want to cut 5 out. Möchte der Teufel jetzt hier 5 abschneiden? I said, you know what? Weißt du was? It will be doubled. Es wird verdoppelt werden. So on 11th of November. Und am 11. November. It was on the 8th of November. 8th of November is that. Nee, es war am 8. November. This person told me. Sagte mir die Person.
came to me after kam zu mir and said, I felt that what I gave you wasn't enough for that project. Und sagte, ich habe gemerkt, dass was ich dir gegeben habe für dieses Projekt war nicht genug. I said, how do you come about that? Und habe ich gesagt, wie kommst du da drauf? He said, I felt it. Dann hat sie gesagt, die Person, ich habe das gespürt. I said, okay, let's talk later, please. Und dann habe ich gesagt, ja, wir sprechen später darüber. So later I asked, please, I want to know how you came about. Did someone talk to you? How? Und dann habe ich später nochmal nachgefragt und habe gesagt, wie kommst du jetzt darauf? Hat dir jemand was gesagt? Oder? Und die Person sagte, ich habe das einfach gespürt. Und sagte mir, wir treffen uns ja am Mittwoch. Und am Mittwoch wurde mir ein kleiner Umschlag gegeben. Und dann ist die Person aus meinem Büro rausgegangen. Und dann habe ich es gezählt. It was 10,000 Euro again. Und dann waren es nochmal 10.000 Euro. That's 20. Das macht 20. Thank you, thank you. You are in the spirit. That was 20. So and also waren es 20. I sent someone to call the person and then the person came up. You see how I'm putting the person. Und dann habe ich jemanden geschickt, dass die Person nochmal kommen soll, die Person. So, and I asked, how much is inside? Und dann habe ich gefragt, wie viel soll da drin sein? Because I want to know if it's a mistake, okay? Denn ich wollte wissen, ob das alles so richtig gezählt ist. It's here 10. Und dann sagte die Person 10. That is strange miracles. Das ist ein außergewöhnliches Wunder. In period of two, almost two weeks, innerhalb von ungefähr 2 Wochen 20. 20.000. Und letztes Mal, als ich dieses Zeugnis hier erzählt habe, wusste ich nicht, dass der Heilige Geist was zusammenbraut. Und nach der Gemeinde habe ich ein ganz schön eingepacktes Weihnachtsgeschenk bekommen. So, you know, like I said, Africans, they don't open the gift before you. They go home and check it. Wie ich schon mal erzählt habe, die Afrikaner, die packen das nicht vor deinen Augen aus. Die nehmen das mit nach Hause und packen das schön aus in der Stille. I told the couple, I said, listen to me, if I had opened it here, I wouldn't have prayed in healing team. Und ich habe dem Ehepaar gesagt, wenn ich es hier aufgemacht hätte, dann wäre ich nicht mehr zum Heilungsteam beten gegangen. So I went home and I opened the envelope. Also bin ich nach Hause gefahren und habe den Umschlag geöffnet. I thought I was dreaming. Und ich dachte, ich träume. No, I wasn't. Nee, ich habe nicht geträumt. It was real. Es war echt. I still had my suit on. Ich hatte noch meinen Anzug von der Gemeinde an. How to do like this. Ich musste mich kneifen. Chick. Und prüfen. You know what was inside? Wisst ihr, was drin war? 5.000 Euro. 5.000 Euro. In one month. In einem Monat. Praise God. Sei sei Gott. So when I was sharing with this pastor convert, I told him these are strange miracles. Und als ich das diesem Pastorfreund erzählte, habe ich gesagt, das sind ungewöhnliche Wunder. And as you will be listening to me, und wenn ihr mir zuhört, this power of God will be activated in you and those things you call impossible will begin to turn out well. Und wird diese Kraft in euch aktiviert werden und diese Dinge, die ihr denkt, dass sie unmöglich sind, werden gut gehen. See, this message is going to be in series, dumb message, because God told me what will be happening. He said, while I'll be talking, something will be happening in the people and they will begin to see strange miracles. Also diese Predigt wird eine ganze Reihe werden und verpasst das nicht, denn Gott wird wunderbare, außergewöhnliche Dinge tun. I saw a smoking mountain. Ich habe einen rauchenden Berg gesehen. Amen. Amen. And I believe inside me. Und ich glaube in mir. The glory of God is melting mountainous obstacles. Dass die Herrlichkeit Gottes
Hindernisse, die wie Berge erscheinen, zerschmelzen lassen wird. Amen. Amen. You see, I am not titling this message "Strange Miracles" because I undermine other miracles. Every miracle is the act of the Holy Spirit. Ich nenne diese Predigt nicht ungewöhnliche Wunder, weil ich irgendwie andere Wunder abwerten will. Jedes Wunder ist ein Akt des Heiligen Geistes. The reason why I named it this, I titled it "Strange Miracles" because there are some miracles that are scary. Der Grund, warum ich das ungewöhnliche Wunder nenne, ist, es gibt so Wunder, die jagen dir Angst ein. You know, they are beyond human explanation. Die gehen, it defies explanation. Die gehen so sehr über menschliches Erklärungsvermögen hinaus. And that is what God says he's going to do this year. Und das ist, was Gott sagt, dass er dieses Jahr tun wird. In Exodus chapter 34 and verse 10, he said, I will do strange miracles, marvelous. 2. Mose 34, Vers 10 heißt es, ich werde ungewöhnliche, außergewöhnliche Wunder tun. Amen. Amen. See, you really need to open up yourself. If you don't know God as the God of miracle, you don't know who God is. Do you understand me? Wenn du Gott nicht kennst als den Gott, der Wunder tut, dann weißt du nicht, wer Gott ist. You have to be ready. Bereit sein. In 1. Corinthians chapter 12 and verse 28, the Bible says God put in the church first apostles. He put prophets. He put teachers and then miracles and then gifts of healing. Why did he put miracles? Why did he put miracle in the church? Why? In 1. Korinther 12, Vers 28, da heißt es, dass Gott geschenkt hat Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, sodann Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilung, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Warum hat er Wunderkräfte gegeben? Amen. Why did he do that? Warum? He wants miracle to happen. Weil er will das Wunder geschehen. But the painful aspect is that his people are not preparing themselves. They are not open for miracles. They block it. And when they block it, aber das Schmerzliche ist, dass die Leute nicht vorbereitet sind, Wunder zu empfangen. If you block a tap or a pipe, the flow will stop. Sie blockieren es. Und wenn du das blockierst, wie wenn du so ein Rohr blockierst oder verstopfst, dann kann da nichts durchfließen. Amen. Amen. Now, we're talking about strange miracles. If you see leg growing out of stump. Wenn wir von ungewöhnlichen Wundern reden, stell dir vor, du siehst, wie ein Bein wächst, wo nur ein Stummel war. You don't say, this is cool, man. Da sagst du nicht, oh, ist ja cool. No, you say, nein, du bist erstaunt. You understand me? Verstehst du? Because this is strange miracle. Weil das so außergewöhnlich ist. Amen. Amen. There was a man that came here should be 3-4 years ago. Ein Mann kam hierher vor 3-4 Jahren. His leg was amputated. Und er hatte ein amputiertes Bein. And he came here in healing service. Und er kam hier im Heilungsgottesdienst. He was crying, very huge guy. Das war ein sehr großer Mann. You know what? Weißt du was? He said he began to feel his leg. Und er sagte, er fing an, sein Bein zu spüren. Amputated dead. He said, I'm feeling my leg. Das war amputiert und er hat gesagt, er spürt es. Praise God. Preis sei Gott. I mean, he was shocked to the core. Er war schockiert. Wir haben ihn leider nicht wiedergesehen, aber er hat geweint und es war so ein ganz großer Mann. I mean, I prayed for people and the leg grew. Ich habe schon für Menschen gebetet und die Beine sind so gleich lang geworden. Okay, now maybe we've gotten used to that. But if you vielleicht see hast du dich daran schon gewöhnt. Growing out. Aber wenn du siehst, wie ein Bein wächst, wo keins war, that is a strange miracle. Das ist ein außergewöhnliches Wunder. Amen. Amen. So, and this is what God is here to do. Und das ist, was Gott tun will. Praise God. Preist He's going to do strange things that bring you to scream like Peter did in Mark 11 and verse 20-21. Er wird außergewöhnliche Dinge tun, die dich zum Schreien bringen, so wie in Markus 11, Vers 20 like Peter, und 21. Yeah, you know, when Peter, the disciple heard it, they hear Jesus say things. Also der Petrus hat da so reagiert und die haben halt vorher gehört, wie Jesus viele Sachen gesagt hat. Aber an diesem Tag haben sie gehört, wie Jesus zu einem Baum sprach. They would say, this man speak to everything. Und dann haben sie gesagt, der spricht echt zu allem. Even the tree? Sogar zum Baum? What?
Okay. The next day, am nächsten Tag, they heard what he said come to pass. Haben sie gehört, dass das, was er gesagt hatte, zustande kam. Haben Peter sie gesehen? Didn't say, Master, und er sagte, Meister, wow, this is awesome. Das ist wunderbar. He withered, eh? Der war doch verdorrt. No, the Bible says, he said, Master. Nee, er hat gesagt, Meister. The fig tree you caused yesterday has withered der away. Feigenbaum, den du gestern verflucht hast, der ist verdorrt. And Jesus said, cool it. Und Jesus sagte, bleib cool. Say, if you are going to have faith. Wenn du Glauben hast. Praise God, you know the story. Say, you will talk to the mountain. Dann sprichst du selbst zum Berg. And you tell it to move. Und sagst ihm, er soll sich hinfortheben. And it's going to happen. Und es wird geschehen. Praise God. Preis sei Gott. And nothing shall be impossible with you. Und nichts wird euch unmöglich sein. I just want to tell you, ich möchte euch einfach sagen, the God you serve, der Gott, der mir dient, is not Pastor Sammy. Ist nicht Pastor Sammy. He is the creator. Er ist der Schöpfer. The universe. Das Universum came out of his word. Kam aus seinen Worten. I mean, you, if you really believe this, wenn du das wirklich glaubst, you begin to develop strong faith in this God. Fängst du an, einen starken Glauben an diesen Gott zu entwickeln. Nothing is impossible. Nichts ist unmöglich mit ihm. Jesus said that. Jesus sagte das. Angels said that. Die Engel sagten the das. The prophets said that. Die Propheten sagten das. The things which are impossible with men, die, they are possible with God. Die Dinge, die bei Menschen unmöglich sind, sind möglich bei Gott. See, don't just say it. It has to go in here, not here, here. Sag das nicht nur. Das muss wirklich in dein Herz hineingehen. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. And they don't believe it. Nichts ist unmöglich bei dir. Nichts ist unmöglich bei dir. Aber man glaubt es nicht. Oh, all things are possible. Alles ist möglich. Yeah, yeah, I want to see you when the music is on. Ja, ja, wollen wir sehen, wenn die Musik spielt. Praise God. Preis sei Gott. Do you know what the disciples of Jesus said when they watched Jesus rose from sleep, spoke one word, and the waves that nearly drowned their ship was calm? Wisst ihr, was die Apostel sagten, als Jesus einfach vom Schlaf aufwachte und das stürmischen See, den Sturm stillte? You know what they said? Wisst ihr, was sie sagten? What manner of man? Was ist das für ein Mann? That even the waves, selbst die the Wellen, storms listen to him. Selbst der Sturm hört auf ihn. This man, dieser Mann. Remember they were with him. Denke an, die waren ja schon eine Weile but bei they have ihm. Never seen this kind. Aber das hatten sie noch nie erlebt. And this you're gonna say this year. Und das werdet ihr dieses Jahr sagen. Name of Jesus. Jesu Namen. What kind of God is this? Was ist das für ein Gott? Praise God. Preis sei Gott. You, what I just said, you can see it in Mark in chapter number 4 from verse 36 to 41. In Markus 4, Vers 36 bis 41 steht das, was ich gerade erwähnt habe. Amen. Amen. The 41 says, and they feared exceedingly. So it wasn't just, no, this was divine awe. They feared exceedingly and said one to another, what manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? What und da steht, und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Praise God. Preis sei Gott. The same peace is coming to you. Derselbe Friede kommt this zu dir. Peace that calmed the storm. Dieser Friede, der den Sturm gestillt hat, is yours. Er gehört dir. Make room for God. Mach Raum für Gott. He wants to come with a mind-bending miracles. Er will mit Wundern, die deinen Verstand sprengen, kommen. In the name of Jesus. In Jesu Namen. Amen. Amen. Now, when Jesus came out of this ship, you know, where we just read, okay? Als Jesus aus diesem Boot ausstieg, wo wir gerade gelesen haben, in chapter 5, in Kapitel 5, something happened.
geschah etwas. Do you know Jesus boarded a boat for one man? Wisst ihr, dass Jesus in ein Boot stieg für nur einen Mann? One man that was forgotten. Ein Mann, der vergessen war. I serve a God that anytime I think about him, I stand in awe. Ich diene einem Gott, vor dem ich in Ehrfurcht stehe, jedes Mal, wenn ich an ihn denke. For one man. Für einen Menschen ist er in ein Boot gestiegen, was fast kenterte, und dann the nearly went down the ship. Ja, hab ich gesagt. So it for one man that was that had his dwelling at the cemetery burial ground. Für einen Menschen, der auf einem Friedhof lebte. One man. Ein Mensch. Is it, this is not where I want to go, but when I read this place, I want to just, you know, I want you to understand the thing that goes on the inside of me when I think of the Father's love. Ich möchte, dass ihr versteht, was in mir vorgeht, wenn ich an die Liebe des Vaters denke. From verse 2, chapter 5 of Mark. Ab Vers 2 in Kapitel 5 von Markus. The Bible says, and when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. Und als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist. Who had his dwelling among? Can you imagine where he lived? That is, he dwellings at the burial ground, and no man could bind him. No, not with chains. You can't even get him restricted with chains. It's not possible. Der seine Wohnung in den Grabstätten hatte. Und selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden. And then the Bible said in verse 4, because he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces. Neither could any man tame him. Nothing could stop that man. Nothing. Vers 4, da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke gerissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren und niemand konnte ihn bändigen. Jesus is the hope of the world. Jesus ist die Hoffnung der Welt. Amen. This man, can you imagine if someone is bound with chains and he broke the chain? Dieser Mann, könnt ihr euch das vorstellen, er wurde mit Fesseln gebunden und hat die zerrissen. The demons in him, the Bible, a thousand legions. Die Bibel sagt, die Dämonen in ihm waren tausend Legion. Look at it. Verse 5 says, and he's always night and day. He was in the mountains and in the tombs, crying and cutting himself with stones. And God in heaven saw it and told his son, go over there and set that guy free. Und alle Zeit, Tag und Nacht, war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. Und Gott sandte seinen Sohn und sagte, geh dahin. And set him free. Setze diesen Mann frei. So, and when the man saw Jesus afar off, he ran and worshipped him. But then the demon in him cried aloud and said, what have I to do with you, Jesus, thou son? You know how demons speak. Thou son of the most high God, I adjore you that thou torment me not. Und als er Jesus von weitem sah, lief er und warf sich vor ihm nieder. Und er schrie mit lauter Stimme und sagt, ihr wisst ja, wie die Dämonen schreien. Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. See, that's how I deal with people that are possessed. This is how demons speak. Ich habe mit Leuten zu tun, die besessen sind. So sprechen die Dämonen aus den Leuten. I ministered to a lady that was talking to me no more. Ich habe einer Frau gedient und die sprach ganz normal mit mir. And then I wanted to pray. Und dann wollte ich beten. All of a sudden, und plötzlich hatte sie so eine tiefe Stimme. I said, what is happening? Und ich habe gesagt, was ist denn jetzt los? I said, what is going on? Und die haben mich gefragt, was ist denn jetzt los? They said, I'm here. They said, I'm here. Und die Stimme sprach, ich bin hier. I said, you're here? Du bist hier? Yeah, I'm here. Ich bin hier. So I call my interpreter.
Und dann habe ich meinen Übersetzer gerufen. I said, please, could you ask what is she saying? Und habe gesagt, kannst du bitte fragen, was sie gerade sagt? Yeah, I don't need an interpreter. I'm talking to you in English. I said, ooh. Und dann sprach die Stimme aus ihr, ich brauche keinen Übersetzer, ich spreche mit dir in Englisch. I thought that, I mean, this thing was happening, you understand? So, and I said, but who are you? Und dann habe ich gesagt, wer bist du? He said, I'm here. Ich bin hier. I said, who? Wer? He said, me. Ich. I said, who? Ich sag, wer? He said, I'm inside the hut. Now mention the lady's name. I said, okay. Und sagte, ich bin hier im Herzen und hat den Namen der Frau gesagt. And I said, und ich sagte, you leaving now. Und du gehst. He said, no. Und sagte, nein. I said, no discussion. Ich sagte, keine Diskussion. Out of her. Raus aus ihr. He said, no. Er sagte, nein. I said, right now. Ich sagte, yes. He said, okay, I'm going to go, but let me tell you the truth. I said, you have no truth. Out! Jesus. Er sagte, okay, ich gehe, aber ich will dir die Wahrheit sagen. Ich habe gesagt, du hast keine Wahrheit. Raus! See, you all heard her this one here, right? Ihr habt alle ihr Zeugnis hier gehört. Praise God. Preis sei Gott. Jesus is King. Jesus ist König. So he told you, command me not. Also dieser Geist sprach zu Jesus, quäle mich nicht. And Jesus said unto him, come out of the man, thou unclean spirit. Denn Jesus sagte zu ihm, fahre aus, du unreiner Geist, aus diesem Menschen. So let's jump to verse 13 to 20. Wir springen mal zu Vers 13. And forthwith Jesus gave them leave and said, now you're going to go. And the unclean spirit went out and entered into the swine. Sorry for those swine. And the herd ran violently down a steep place into the sea. They were about 2,000 and were choked in the sea. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine, nachdem Jesus ihnen das erlaubte. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See, etwa 2,000, und sie ertranken in dem See. I know some people would say, why the swine? Ich weiß, manche Leute sagen, oh, die armen Schweine. You know, swine was not born again, okay, so. Also die Schweine waren nicht vom Neuem geboren damals. Okay, no, I mean, someone is asking somewhere, no. Ich weiß, manche haben so Fragen. Now listen, verse 14, and they that fed the swine fled and told in the city and in the country, and they went out to see what it was that was done. They want to see what is the noise all about. Und ihre Hüter flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie kamen, um zu sehen, was geschehen war. Sie wollten wissen, wo der ganze Lärm herkommt. And they come to Jesus and see him that was possessed with the devil and had the legion sitting and clothed in his right mind. Und sie and kommen, they were what? Afraid. That's strange, scary. Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, bekleidet und vernünftig sitzen, und sie fürchteten sich. Das war ungewöhnlich, außergewöhnlich. They were afraid. Und sie hatten Angst. You know why? Weißt du warum? Because they knew the man. Denn sie kannten den Mann. They saw him tore chains. Sie haben gesehen, wie er vorher Ketten zerriss. And he's now in the right mind. Und jetzt ist er vernünftig. They were afraid. Sie hatten Angst. You know what they did? Weißt du, was sie getan haben? Because of shock, weil sie so schockiert waren, they told Jesus, haben sie Jesus gesagt, please, bitte, leave our coast. Geh aus unserer Gegend. Not because of the swine. Nicht wegen der Schweine. No. Nein. This man free? Dieser Mann ist frei? This is too much. Das ist zu viel. I believe you are beginning to understand what I mean by strange miracles. Ich denke, ihr fangt an zu verstehen, was ich meine, wenn ich von ungewöhnlichen Wundern spreche. And that is what is coming your way. Das kommt zu dir. In the name of Jesus. In Jesu Namen. And nothing can stop it. Nichts kann das aufhalten. Amen. Amen. Such a miracle you've not seen before. You will see it in your life, in your family. You will see it. Wunder, die du nie zuvor gesehen hast. Du wirst es sehen in deinem Leben, in deiner Familie. The world may be turning upside down. Auch wenn die Welt auf dem Kopf steht. But God's counsel. Gottes Ratschluss. Goes forward. Geht vorwärts. And upward. Und aufwärts. Say amen. Sag amen. Praise God. Preis sei Gott. So those demons that ripped. No, that man that ripped chain like a rope was made whole. Dieser Mann, der
Ketten wie ein Strick zerrissen hat, er wurde wiederhergestellt. If you read down, you see how this man was so happy, wanted to go with Jesus. And Jesus told him, no, you don't go with me. Go tell your friends what God has done for you. You know what that man did? He went to 10 cities to share his testimony. 10 cities, and some people never even told someone about their testimony. Wenn du weiterliest, dann siehst du, dieser Mann, der war so glücklich. Er wollte Jesus nachfolgen, aber Jesus sagte, nein, geh zurück in dein Haus und verkünde der ganzen Gegend, was Gott an dir Großes getan hat. Und einige Leute erzählen niemals, was Gott an ihnen getan hat. Exactly. See, it's nobody's business. It's for me. Er sagte es in 10 Städten, habe ich vergessen zu sagen. Er sagte es, sein Wunder in 10 Städten. Das habe ich vergessen zu sagen. Exactly. 10 cities. Okay. There was a guy in 2007. He was a student here in Halle. 2007 gab es einen Mann hier. Er war Student hier in Halle. He had accident. Er hatte einen Unfall. So he broke his bones. So he had 2 meters and 9 screws. Er hat seine Knochen gebrochen und hatte Metall in seinem Fuß. And he came to one of our healing services. Und er kam in einen der Heilungsgottesdienste. And we prayed for him. Und wir haben für ihn gebetet. I didn't know he had metal. Ich wusste nicht, dass er da Metallschrauben drin hat. And the guy was healed. Und er wurde geheilt. And began to flex his leg, his ankles. Und hat angefangen, seinen Fuß zu bewegen. So he went back to his doctor. Und dann ist er zurück zu seinem Arzt and told him he's healed. Und sagte ihm, er ist geheilt. And then the doctor saw how he was flexing, they x-rayed him again. Und dann hat der Arzt gesehen, wie er das so gebeugt hat und haben ihn nochmal geröntgt. And they discovered there was no more metal, there was no more screws. Und haben entdeckt, dass es kein Metall und keine Schrauben mehr in seinem Bein gab. And then, you know what that guy did? Weißt du, was dieser getan hat? He bought this Ryanair, right? Er hat so einen Ryanair Flug gebucht. Went to England. Ist nach England gegangen. He was giving his testimony. He finished giving his testimony, entered flight and came back again. So he ist nach England geflogen, hat sein Zeugnis gegeben und ist wieder zurückgeflogen. Praise God. Preis sei Gott. This strange miracles. Diese außergewöhnlichen, ungewöhnlichen Wunder. If you read God only in the Bible, you will not enjoy God. But if you experience Him, oh, you will tell everybody. Wenn du Gott, wenn du nur die Bibel liest und Gott nur aus der Bibel kennst, ist was anderes, als wenn du ihn wirklich erlebst. Amen. It is time to experience God. Es ist Zeit, Gott zu erleben. And he is ready. Und ist bereit. Amen. Amen. Praise God. Preis sei Gott. Now listen to me. What are you going to say about the dead man? Hör zu, was sagst du über den Toten? Who was thrown into a strange grave because the men who went to bury him discovered the enemy's soldiers. And they threw him inside a grave. He landed inside Elisha's grave and jumped out. The people who came to bury him were running. The man who was thrown in, was dead, was also running because of shock. Was sagst du über den toten Mann, der einfach in ein Grab geworfen wurde, weil die ihn beerdigten, sahen, dass der Feind kam? Und er landete im Grab Elias und ist wieder lebendig geworden. Und den Rest kann ich mir nicht erinnern. That is, the people who came to bury him were running because of enemy soldier. Also die ihn begraben haben, die sind wegen des Feindes geflohen. But the dead man und der Tote was running because of shock. Ist gerannt, weil er so schockiert war. I believe they were asking what they were when they saw him. They started running fast. Und als sie ihn gesehen haben, glaube ich, sind sie schneller noch gerannt. Can you imagine? Könnt ihr euch das vorstellen? The man you went to bury. Dass der Mann, den du begraben willst, is running after you. Hinter dir her rennt. You go run. Da wirst du noch mehr rennen. More legs. Wirst du noch mehr rennen. I believe. Ich glaube.
The guy would say, no, don't run, wait. Ja, I got der news Mann for sagte, you. Nein, wartet, rennt nicht weg, ich habe Nachricht für euch. Say, it's me, it's me, no problem. No, it's not you. It's me. Ich bin's. Nein, bist du nicht. Nein, doch, ich bin's. I believe he will cool them down and share the story with him. Ich denke, er wird sie beruhigen und ihnen die Geschichte erzählen. It's in 2 Kings chapter 13, okay, verse 21, you see that, okay? Das ist 2. Könige. And irgendwo. 13:21, okay? 13:21. So, and he will tell them, man. Und er wird ihnen sagen, that grave was strange. Das war ein echt krasses Grab. There was too much power inside that grave. Da war zu viel Kraft in diesem Grab. The dead bone of a prophet. Die toten Knochen eines Propheten. He was not prayed for. Für ihn wurde nicht gebetet. Dead bone. Es waren nur tote Knochen. He touched it. Die er berührt hatte. He jumped out. Und lebendig wurde. So this is amazing. Und er sagte, wow. And then those who came to bury him, when they were running, he was running up. Und die ihn beerdigen wollten und in die Flucht ergriffen hatten, denen rannte er hinterher. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah. Hallelujah, you are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. Shout hallelujah! Ruf hallelujah! If you know this God, wenn du diesen Gott kennst, you will laugh at Wirst du die Dämonen auslachen? I'm telling you. Das sage ich dir. See, spend time to discover this God you call your father, you call your God, you call your Christ. You have to spend time to find out who he is. Verbringe Zeit mit diesem Gott, den du deinen Gott und Vater nennst. Du musst Zeit mit ihm verbringen und kennenlernen, wer er ist. If you know him, wenn du ihn kennst, no matter what is happening, dann egal was dann passiert, you will stand strong. Wirst du feststehen. Can you imagine a man caught in a ship that was tossed for 14 days and he got up and said, hey people, be happy, eat food. Kannst du dir vorstellen, wie jemand, der 14 Tage in Seenot war, zu den Leuten ging, die mit ihm waren und sagte, hey, freut euch, esst. Eat food. Esst. See, nobody will die. Niemand wird sterben. You know what? Weißt du was? The angel of the God I serve. Der, wisst ihr was? Der Engel des Gottes, dem ich diene, showed up yesterday night. Kam zu mir gestern Nacht. And he told me. Und sagte mir. There is life. Es gibt Leben. He said nobody will die. Niemand wird sterben. He said the ship will be destroyed. Das Schiff wird zerstört. What? Was? If the ship be destroyed, then we are destroyed. Wenn das Schiff zerstört wird, sind wir doch auch zerstört. Paul said no. Aber Paulus sagte nein. He said nobody will die. Niemand wird sterben. And I believe him. Und ich glaube ihm. Do you believe him? Glaubst du ihm? Do you believe him? Glaubst du ihm? Do you believe him? Glaubst du ihm? You believe him? Glaubst du ihm? Miracle is coming to you. Wunder kommen zu dir. In the name of Jesus. In Jesu Namen. See, if you have not known this Jesus, wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, you don't know life. Kennst du Leben nicht? You need him. Du brauchst ihn. Amen. Amen. He came to show us God. Er kam, um uns Gott zu zeigen. No wonder Daniel said. Kein Wunder, dass Daniel sagte. Them that know the God is sad. Die ihren Gott kennen, dem sie dienen. They will be strong and they will do exploits. Werden stark sein und große Taten tun. Amen. Amen. Praise God. Preis sei Gott. These miracles are coming your way. Diese Wunder, die kommen zu dir. In the name of Jesus. In Jesu Namen. And every dead hope in your life. Und jede tote Hoffnung in deinem Leben. It's coming alive. Wird lebendig. Your dreams are coming alive. Deine Träume werden wieder lebendig. You will rejoice again. Du wirst dich wieder freuen. Jesus, mighty name. In Jesu mächtigen Namen. Listen, we're talking about strange miracles.
Wir reden über ungewöhnliche Wunder. What are you gonna do? Was wirst du tun? When you see a man that was leprous. Wenn du einen Mann siehst, der aussätzig ist. Not that he was healed. He wasn't just healed. Er wurde nicht nur geheilt. The Bible says he got the skin of a little baby. Die Bibel sagt, seine Haut wurde wie neu, wie das ein Neugeborenes. Few minutes ago. Vor ein paar Jahren. He was in rage. Few minutes ago. Ach so, vor ein paar Minuten. He was in rage. War er zornig? Because Elijah told him to go and walk deep in the water he doesn't want to dip himself in. Weil Elia ihm sagte, er sollte in ein Wasser sich, also in Wasser untertauchen. And then you know, in the next minute. Und in der nächsten Minute. After his servant told him. Why can't, if the prophet says, do it. Nachdem der Diener zu ihm sagte, naja, wenn der Prophet das sagt, mach's doch einfach. The Bible said the man dipped. Die Bibel sagt, er tauchte unter. Came out. Und kam. Now this is supernatural cosmetic, you know, supernatural surgery, okay? Kam wieder heraus. Das war übernatürliche Kosmetik oder and I believe it, some Operation. People here will need it, right? Und ich glaube, einige Leute brauchen das. Amen. Amen. The man came out and his skin was like a little baby. Er kam wieder heraus aus dem Wasser und seine Haut war wie die eines Neugeborenen. I mean, you can read from 2 Kings chapter 5 from verse 1, but I'm going to read from verse 14 and 15. Ihr könnt das lesen, 2. Könige 5. Ihr könnt lesen ab Vers 1, aber ich lese jetzt Vers 14 und 15. And his servant came near and spake unto him and said, my father, if the prophet had bid thee to do great thing, wouldest thou not have done it? How much rather then when he said unto thee, wash and be clean. Sag nochmal, welchen Vers du liest. 13. Vers 13, bitte. Okay, I read verse 14. Then went he down and dipped himself 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God, and his flesh came again like unto the flesh of a little child. So that's what I want you to see. And he was clean. And the man was like, did it happen? The Bible says in verse 15, and he returned to the man of God, he and all his company, and came and stood before him and said, behold, now, I know that there is no God in all the earth but in Israel. Now, therefore, I pray thee, take a blessing out of your servant. Just, please take this gift. Glory to God. Also 2. Könige 5, Vers 13 bis 15. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein. Da stieg er hinab und tauchte im Jordan 7-mal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er kam und trat vor ihn und sagte, siehe doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. Und nun nimm doch ein Segensgeschenk von deinem Knecht. Amen. Amen. These are strange miracles. Das war ein ungewöhnliches Wunder. I just want to share with you a few because more will come. And as I say, the power behind those miracles will begin to come alive in every one of us. Ich will euch einfach von ein paar davon erzählen, denn das wird kommen. Und die Kraft, die in diesen Wundern liegt, wird in dein Leben kommen. In Matthew chapter 17 and verse 27, we read about miracle money, the fish that carried money. I believe everyone here need those fish. I have been looking for it for a long time. Matthäus 17, Vers 27, da gibt es ein Wunder mit Geld. Und ich glaube, jeder möchte so ein Wunder haben. Amen. Amen. See, it was a fish. Das war ein Fisch. They asked Jesus to pay tax. Nachdem sie Jesus gebeten hatten, Tempelsteuer zu bezahlen, he told Peter, sagte er zu Petrus, we don't want to offend them. Wir wollen ihnen keinen Anstoß bereiten. Say, go, cast your net, the first fish. Geh und wirf dein Netz aus und den ersten Fisch, den du fängst. I tell you, if it still happen here, everyone will be fishermen and women. Ich sag euch, wenn das hier immer noch so gehen würde, dann wäre jeder von euch ein Fischer. What is your occupation? Was ist dein Beruf? A Fischer. Ich bin Fischer. Was your, und dein Beruf? Fischer. Because you know what comes, okay? Denn du weißt, was da rauskommt. Okay. He caught one. Er hat einen gefangen. Open the mouth. Den Mund geöffnet. The money was there. Und da war das Geld drin. Praise God. Preis sei Gott. You see, when God say,
With whom will you compare me? Do you understand what I mean? Wenn Gott sagt, mit wem wollt ihr mich vergleichen? With the politicians? Mit Politikern? No. Nein. Praise God. Preis sei Gott. With the great prophet? Mit großen Propheten? No. Nein. Many of them are gone. Viele von ihnen sind gestorben. And God is still on the throne. Und Gott ist noch immer auf dem Thron. He lives in deathless eternity. Er lebt in der unendlichen Ewigkeit. And he is the Almighty. Und er ist der Allmächtige. And the Bible told us, und die Bibel sagt uns, he dwells in unapproachable light. Er wohnt in unnahbarem Licht. And the devil knows, und der Teufel weiß, he can't start a thing with God. Er kann Gott nicht irgendwie anrühren. Hast du schon mal gelesen, dass Gott von seinem Thron aufstand und gegen den Feind kämpfte? Wenn er aufstehen würde, wird alles zusammenfallen. Preis sei Gott. You really need to know this God. Du musst diesen Gott wirklich kennen. You know, there was a time the enemy faced the children of Israel Hezekiah, and then the man said, you know what? I'm going to deal with you, and I want to see the God. I will deliver you out of my hand. And God sent a prophet, and the prophet went to the king and said, fear not. God said, he's going to put hook on his nose. Also da out. War der König Hiskia, ja, und Sennacherib. Und dann kam jemand. Ich. Yeah, I brought you to that place right now. All right. So you know this king. Dieser König. Say to Hezekiah, I'm going to deal with you, and there's no God that will deliver you out of my hand. Ein König kam zu diesem König Hiskia und sagte, ich werde mit dir, ich werde es dir zeigen, und keiner kann dich aus meiner Hand befreien. And then you know what happened? Und weißt du, was geschehen ist? The king went to the house of God and was praying. Der König ging ins Haus Gottes und betete. And the prophet told him. Und der Prophet sagte ihm. Fear not. Fürchte dich nicht. The Lord says, der Herr sagt, he's gonna fight. Er wird kämpfen. If God tells you I'm gonna fight, he will fight. Wenn Gott sagt, er wird kämpfen, wird er auch kämpfen. And you can trust him. Und du kannst ihm vertrauen. He will do it well. Er wird es gut machen. And I'll tell you what happened. Und ich sage euch, was geschehen ist. It's a long story. Es ist eine lange Geschichte. But that man sent his special squad, 185,000 soldiers. Und dieser Gegner schickte seine Spezialeinheit, 185,000 Soldaten. And wherever they go, they win. Und egal wohin die gehen, sie gewinnen. Aber an diesem Tag, one night, in einer Nacht, one angel, ein Engel, went to the camp of these soldiers, ging in dieses Lager des Feindes, killed all of them, und hat sie alle umgebracht. One angel, ein Engel. Hezekiah did not need to fight. Hiskia brauchte gar nicht kämpfen. When God goes to battle, wenn Gott in den Kampf zieht. I told you last Sunday, ich habe dir letzten Sonntag gesagt, where the prophet said to Red Sea. Wenn, how come you were afraid? What happened to you? Als der Prophet sagte, Rotes Meer, warum hattest du Angst? Warum bist du zurückgeschreckt? He said to Jordan that saw God and started running, say, what happened? Why were you running? Jordan, der du zurückgewichen bist, als du Gott sahst, was ist mit dir passiert? Make room for God. Those things that are tormenting you will be tormented. Ich sage dir, schaffe Raum für Gott, und die Dinge, die dich quälen, werden gequält werden. Listen, I want to say to the Church of Jesus, the Church of Jesus Christ is the strongest entity on earth, and there is no power great to hold the church. If the ich church will sagen, take our place, dass die Gemeinde Gottes die stärkste Institution auf der Welt ist. And if the church takes our place, und wenn die Gemeinde ihren Platz einnimmt, darkness will tremble, wird die Finsternis erbeben. In the name of Jesus. In Jesu Namen. You remember what was happening in Uganda? Erinnerst du dich, was in Uganda passierte? And then the people of God said, no, this is going out of hand. Und das Volk Gottes sagte, nee, das gerät außer Kontrolle. Und sie fingen an zu beten. And God mixed into the matter. Und Gott kam in die Angelegenheit hinein. And you know the story. Ihr kennt die Geschichte. Let us take our place. Lasst uns unseren Platz einnehmen. There are angels stationed waiting for the church. Es gibt Engel, die bereit sind und darauf warten, dass die Gemeinde sie einsetzt. Amen. Amen. Praise God. Preis sei Gott. You read in the Bible about five loaves of bread that fed 20,000. Five men. If you say 5,000 men,
Then you're going to know about children, how many kids, how many wives, 20,000. Ihr habt in der Bibel gelesen von 5 Broten, die 5,000 Männer gespeist haben. Und wenn da nur steht 5,000 Männer, dann weißt du, da gehören auch Kinder dazu und die ganzen Familien. Thank you. And there were leftover. Und es gab noch was übrig blieb. And it was strange. Das war außergewöhnlich. That people chartered ship to look for Jesus. Dass die Leute sogar in Boote stiegen, um Jesus zu suchen. Because daily they eat free bread. Denn täglich hatten sie umsonst Essen. Miracle bread. Wunderbrot. That a God we serve. Der Gott, den wir dienen. Feed over 6 million people in the wilderness for 40 years. Hat 40 Jahre lang 6 Millionen Menschen in der Wüste gespeist. You know what happened? Weißt du, was passiert? None of them was sick. Was passierte? Niemand wurde krank. They grew with their clothes and sie wuchsen mit ihrer Kleidung. Come on, we talk about God. Wir sprechen von Gott. There was no supermarket in the wilderness. Es gab keinen Supermarkt in der Wüste. They could not plant anything. Sie haben nicht irgendwas angebaut. But God fed them. Aber Gott hat sie gespeist. And our same God, und dieser Gott, he's still on the throne. Ist immer noch auf dem Thron. And he's right where you are. Und ist da, wo du Tom, bist. Give up. Gib nicht auf. This is your time. Es ist deine Zeit. You gotta tell the devil, du musst dem Teufel sagen, it's my time. Meine Zeit ist and da. You're not gonna eat my lunch anymore. Du wirst nicht mehr von mir rauben. In the name of Jesus. In Jesu Namen. Come on, give him praise. Give him praise. Preist ihn. See, you have no reason to be afraid. Du hast keinen Grund, Angst zu haben. You know, I have no time again. Ich habe keine Zeit mehr. Have you ever read about strange judgment? Hast du schon mal über ungewöhnliches Gericht gelesen? There are enemies that will be judged this time. Es gibt Feinde, die gerichtet werden. Strange judgment. Ungewöhnliches Gericht. The king that ruled the whole world, Nebuchadnezzar. Der König, der die ganze Welt regierte, Nebukadnezar. He became great. Er wurde sehr groß. And he now believed he's almighty. Und dann glaubte er sei allmächtig. And the Bible told us, und die Bibel sagt uns, the watchers were watching him. Die Wächter bewachten ihn. And they came and hit him. Und sie kamen und schlugen ihn. He left his throne. Und er hat seinen Thron verlassen. They thought it was play. Und sie dachten, es war ein Scherz. He crawled into the bush. Er ist in den Busch gekrabbelt. When I read there, wenn ich das lese, I stand in awe. Stehe ich in Ehrfurcht. You know why? Warum? God preserved his throne. Weil Gott seinen Thron bewahrt hat. Nobody thought of taking that throne. Niemand dachte daran, diesen Thron zu nehmen. 70 years, im 7. Jahr. His wisdom came back. Kam sein Verstand zurück. And first thing he did, und als erstes he recognized hat er that there is a God in heaven. Anerkannt, dass es einen Gott im Himmel gibt. And he rules in the affairs of man. Der die Angelegenheiten der Menschen in denen herrscht. And that God is your father. Und dieser Gott, ist dein and that Vater. God is my God. Dieser Gott ist mein Gott. And when you know this, und wenn du das weißt, you fear no more. Fürchtest du dich nicht mehr? No matter what the devil is bringing, egal was der Teufel bringt, you look at it and say, du schaust darauf und sagst, when I turn back, wenn ich mich umdrehe, you will no longer be there. Wirst du nicht mehr da sein. In the name of the Lord Jesus Christ. Im Namen des Herrn Jesus Christus. See, we're talking about strange miracles. Wir reden von ungewöhnlichen Wundern. Your 2021. Dein 2021 will be loaded with them. Wird vollgeladen your sein davon. January, Januar, your February, your March, März, your April, April, your May, Mai, your June, Juni, your July, Juli, your August, your September, your October, your November, your December will be loaded. Wird vollgeladen sein. Give him praise. Preist ihn. I'm telling you. Ich sage euch. We serve a living God. Wir dienen dem lebendigen Gott. Alive. Er lebt. Amen. Amen. See, you talk about Herod. Wenn du von Herodes sprichst. Angel hit him. Ein Engel hat ihn geschlagen. He was sitting on his throne. Er saß auf seinem Thron. And worms ate him alive. Und die Würmer fraßen ihn bei lebendigem Leib. That is scary. Das ist furchterregend. And anyone
Und jeder 2021, der dem im Weg steht, was Gott tun will, this worm will visit him. Wird auch von diesen Würmern heimgesucht werden. In Jesu Namen. You don't need to fight for God. Du musst nicht für Gott kämpfen. Don't do that. Mach das nicht. He has all it takes. Er hat alles, was nötig he ist. Is the Almighty God. Er ist der allmächtige Gott. He made the universe. Er hat das Universum geschaffen. He is alive. Er lebt. Give him praise. Preis den. Woo! Glory to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. See, we're talking about, you know what God said? Wisst ihr, was Gott sagt? He said he will reward, recompense to your enemies judgment. He will pay them. Er wird es deinen Feinden heimzahlen. Amen. Amen. Then 2 Thessalonians chapter 1 verse 6. Das ist 2. Thessalonicher 1, Vers 6. He said it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you. It's a righteous thing. Es ist gerecht, dass Gott to recompense your enemies. Dass Gott es deinen Feinden heimzahlt. Amen. Amen. Praise God. You see, in John chapter 5 from verse 1 to 5 we saw strange miracles. Strange healings. Johannes 5, Vers 5 sehen wir außergewöhnliche Wunder. Amen. Amen. Where angel will go down and hit the water, the Bible says, anybody who hit him first, no matter what you had, you will be made whole. Wo der Engel herabkam und das Wasser aufwirbelte und es hieß, wer zuerst hineinging, wurde geheilt. Amen. Amen. And there was a man 38 years. He was sick for 38 years. Nobody could help him. But when Jesus showed up, Jesus is King. When he showed up, he healed that man. He said, take your mat. Und es gab einen Mann, der 38 Jahre lang krank war und da wartete und als Jesus kam, hat er ihn geheilt, hat gesagt, nimm deine Matte und steh auf. You don't have to go inside the water. Du musst nicht ins Wasser gehen, geh einfach. Amen. Amen. That's the God we serve. Das ist der Gott, dem wir dienen. Amen. Amen. You read the book of Matthew in chapter number 4, verse 23. The Bible says, Jesus went about preaching the good news. And the Bible said, they brought unto him all the sick. Oh, he was the endeavor of broken humanity. And the Bible says, he healed them all. And in Matthäus 4, Vers 23 exactly. hat Jesus das Wort gepredigt. Und dann heißt es, sie brachten allerlei Kranken zu ihm. Und er heilte sie alle. I saw a lady. Ich sah eine Frau. I don't know what it was. Ich weiß nicht, was es war. I may not describe it well, you know, but ich kann es vielleicht nicht gut beschreiben. And you have a wound in your genital. Du hast eine Wunde in deinem in deiner Intimregion. And it's been there and it's troubled you. Und es ist da und es macht dir Sorgen. I don't see God healing you. Ich sehe, wie Gott dich heilt. Be made whole. Sei geheilt. In the name of Jesus. Amen. I don't know who that is. Ich weiß nicht, wen es betrifft. I just saw this. Ich habe das gerade gesehen. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. That's the healer. Er ist der Heiler. That's the healer. Er ist der Heiler. Amen. Amen. Praise God. Preis sei Gott. Just introduction of the miracles, okay? Das ist nur die Einleitung zu den Wundern. So finally. Letztendlich. John chapter 15 verse 30 31. Johannes 15 Vers 30 und 31. Will ich, dass ihr das anschaut. I want you to see this. Ich will, dass ihr das anschaut. A great multitude came unto him having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus' feet, and he healed them. Kannst du die Stelle noch mal sagen? Okay, chapter 15, verse 30 to 31. Glory to God. Matthäus. Matthäus. 15, Vers 30 bis 31. Histopori hertahandr hustonombre hila. Are you there? Und große Volksmengen kamen zu ihm, die Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere bei sich hatten. Und sie warfen sie zu ihm zu Füßen und er heilte sie. Amen. Amen. Listen.
You see, maimed mean they had missing limbs. Da, also verkrüppelte, die hatten den fehlten Gliedmaßen. He healed them all. Er heilte sie alle. The Bible says in so much that the multitude wondered when they saw the dumb to speak, the maimed to be made whole, the lame to walk and the blind to see, and they glorified the God of Israel. They were in awe. So dass die Volksmenge sich wunderte, als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sahen, und sie verherrlichten den Gott Israels. I have seen strange miracles. Ich habe ungewöhnliche Wunder gesehen. In my own life and ministry. In meinem eigenen Leben und Dienst. The first time I experienced one, I mean, the first time I saw a blind man, there was a blind woman that was healed, was in India, 50 years old, born blind, and she was healed. Das erste Mal, als ich eine blinde Frau sah, wie sie geheilt wurde in Indien. And they announced it to me and said, this woman was born blind from birth. I said, how old is she? She said, 50. I said, what happened? They said, what? I said, you can see. She said, I was so excited. Und als sie zu mir brachten, und ich fragte, was ist los? Da sagten sie, sie wurde blind geboren. Wie alt ist sie? Sie ist 50 Jahre. Und was ist jetzt? Sie kann sehen. And I said, you can see. She said, yeah. Ich habe gesagt, du kannst sehen. Und sie sagte, ja. Und dann habe ich gesagt, berühre meine Nase. You know, my nose is big, so she can see it. Ihr wisst, meine Nase ist groß, so I said, kann man gut sehen. Touch my nose. Berühre meine Nase. And then she wanna touch and I dodge, she dodge, you know, und dann wollte sie sie berühren und dann bin ich weggezuckt und dann ist sie dem gefolgt. I said, this woman can see. Ich habe gesagt, diese Frau kann sehen. I was shouting. Und ich habe gerufen, gejubelt. I mean, the first time they've ever, the very first time was here in Halle, Eichsport Halle, 44-year-old man, he was born blind. Das erste Mal war hier in der Eichsport Halle, dann war ein 44-jähriger Mann, der war blind geboren. Amen. And God healed him. Und wurde geheilt von Gott. I mean, these are great miracles. I've seen cripple walk. Ich habe gesehen, wie Verkrüppelte gelaufen sind. But you know, the one moved me. Aber weißt du, was mich berührt hat? I mean, I've seen dead raised, right? Ich habe gesehen, wie Tote auferweckt wurden. You know how human reason. Weißt du, wie der menschliche Verstand funktioniert? Also man will das mit dem Verstand herausfinden, aber das, was mich wirklich berührte, war eine Frau, die hatte Krebs. Und dann wurden ihre Eileiter entfernt. Haben sie weggemacht. Und dann in der Veranstaltung kam die schöpferische Kraft Gottes. Und sie hatte eine neue womb. Und sie hat eine neue Gebärmutter bekommen. I said, did you? Und ich sagte zu ihr, wirklich? So for me it's, did it mean you? Ich habe gesagt, wirklich? Und dann hat sie gesagt, sie ist zum Arzt gegangen. It was proven. Und es wurde bewiesen. New womb. Eine neue Gebärmutter. By the power of resurrection. Wie geschah das? Durch die Kraft der Auferstehung. That is the God you serve. Das ist der Gott, dem du dienst. In his here. Und er ist hier. You know the good news? Weißt du die gute Nachricht? He's the same yesterday. Ist, dass er derselbe ist. The same gestern, today, heute and the same forevermore. Und für immer. Are you ready for a miracle? Bist du bereit für ein Wunder? Stand up and give him praise. Möchte ich dich bitten, aufzustehen und ihn zu preisen. See, I want you to ask him. Ich möchte, dass du ihn bittest. If you are here, wenn du hier bist. Or online. Oder online. If you are online. Wenn du online bist and then you want to invite this Jesus, und oder hier und du möchtest diesen Jesus einladen, just tell him, come into my heart. Dann sag ihm einfach, komm in mein Herz. Be my Lord and my Savior. Sei mein Herr und mein Retter. Forgive my sins. Vergib meine Sünden. Because he died for you. Denn er ist für dich gestorben. Say, I receive you, Jesus. Sag, ich nehme dich an, Jesus. Just say it. Sag das einfach. And you will be saved. Und du wirst errettet and werden. Those of you that have been saved here, und die von euch, die hier schon gerettet sind, talk to him. Sprich zu ihm. Say, Lord, sag, Herr, give me a miracle. Gib mir ein Wunder. I'm asking you for a miracle. Ich bitte dich um ein Wunder. In the name of Jesus. In Jesu Namen. In the name of Jesus. In Jesu Namen. Okopras, traendo, sombra killer at us. Talk to him now. Ask him for a miracle. Sprich jetzt zu ihm und bitte ihn um ein Wunder. A miracle is already happening.
Ein Wunder geschieht bereits. I saw someone who used to have a migraine headache. In the name of Jesus, it will not repeat again. Ich habe gesehen, wie jemand, der Migräne hatte, das wird sich, es wird nicht wiederkommen in Jesu Namen. So go ahead, go ahead. Likombras. Mach weiter. Lip sakato. Someone is being healed from weakness in your muscles. Hallelujah. Jemand wird geheilt von Schwachheit in seinen Muskeln. Halleluja. Receive now in Jesus' name. Empfange das jetzt in Jesu Namen. Oh, heart problem is being healed in Jesus' name. Herzprobleme werden geheilt in Jesu Namen. And someone you have been breathing difficulty, be healed now in Jesus' name. Jemand mit Atembeschwerden, sei geheilt in Jesu Namen. Liko parado suko melahantua rikulitro sova melihas. I just saw someone. Ich sah jemanden. Something used to move in your body. Irgendwas hat sich immer bewegt in I deinem Körper. I caused that movement to cease in the name of Jesus. Und ich befehle, dass dieses Bewegen verschwindet in deinem Körper. I rebuke every oppression of darkness. I command it to clear out of you in Jesus' name. Und ich befehle, dass jede Unterdrückung der Finsternis dich verlässt in Jesu Namen. Back pain be healed. Rückenschmerzen seid geheilt. In the name of Jesus. In Jesu Namen. I command the hip to be healed. Ich befehle, dass die Hüfte geheilt wird. In the name of Jesus. In Jesu Namen. I rebuke the spirit of depression. Und ich widerstehe dem Geist der Depression. Go, verschwinde. Go now. Verschwinde out jetzt. In Jesus name. Mahaluku parasento boria teliama nahida secrundro vocuso frahidas. You know, God say if you will stretch forth your hand and begin to stretch out by faith to him, you will be amazed at what he's going to do in your life. Weißt du, Gott sagt, wenn du dich ausstreckst nach ihm im Glauben, dann wirst du staunen, was tun wird für dich. Makaparadu sokoparia, meningo baya, sakitro vino ukopara, meruko, your beginning has started in the name of Jesus. Woo! Woo! Glory to God. Master, we give you praise. Meister, wir preisen dich. Roma cresteto, ricanto. There's someone you have difficulty when you go to the toilet. You have difficulty. Jemand, der Schwierigkeiten hat, wenn auf die Toilette geht. I don't know, maybe in the stooling system, okay? Vielleicht beim Stuhlgang. In the name of Jesus. In Jesu Namen. I command the cause to leave you now. Ich befehle, dass die Ursache jetzt verschwindet. Be made whole. Sei wiederhergestellt. It will be easy. Es wird leicht sein. No more hardness. Es wird nicht mehr schwierig sein. In Jesus name. In Jesu Namen. Oh, begin to thank the Lord for the miracles you desire. Fang an, dem Herrn zu danken für die Wunder, die tut. We give you praise, God. Wir preisen dich, Gott. We praise God. Wir preisen Give dich. Wir preisen dich in Jesu Namen. Rikuta para hendere kosoba la te komuta kandrele esta. Briguno ningo baya sketu poro mira as tele para menogus. Mape la hutua skelu pro mondo kosofria. Mahitro kombori karahasta. I saw someone that used to have pain at your navel. Ich habe jemanden gesehen, du hast Schmerzen an deinem Nabel. In the name of Jesus, be healed now. In Jesu Namen sei jetzt geheilt. Liposoko prahida handeres. Priskotom praento kolido. Mahata. Mahata. Christo komondo. I saw someone that you have pain on your fingers. Ich habe jemanden gesehen, du hast Schmerzen in deinen Fingern. Be healed. Sei geheilt. Whether it's arthritis, whatever it is, I rebuke that, I command to leave you. Ob das Arthritis ist oder was auch immer das ist, ich widerstehe dem in Jesu Namen. Be healed. Sei geheilt. Father, we thank you. Vater, wir danken for dir. For a miracle filled
2021. Für ein wundererfülltes 2021. In the name of Jesus. In Jesu Namen. You are judging enemies on every side. Du richtest die Feinde überall. And the church is marching on. Und die Gemeinde geht voran. And the gates of hell will not be able to prevail. Und die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen. So shout hallelujah. Jemand rufe Halleluja. Ma para kusuba hareteno. There's something I just saw. Ich habe noch etwas gesehen. I don't know what. It could be the person I already know, but I saw it right now. Es könnte die Person betreffen, die wo ich schon weiß, dass es so ist, aber ich habe das jetzt gesehen. It has something to do with synapses. Es hat was zu tun mit den Nebenhöhlen. I just saw it. Ich habe das gesehen. So if you used to have that, also wenn du Probleme mit deinen Nebenhöhlen hast, you are healed in the name of Jesus. Bist geheilt in Jesu Namen. Synapses are rebuked by the power of the Holy Ghost. Go! Probleme mit den Nebenhöhlen, ich befehle euch, dass ihr verschwindet. Every blockade and hardness in breathing, I command you to be gone and breathing be restored. I call for soundness in Jesus' name. Alles, was Schwierigkeiten bereitet, muss verschwinden und sei wiederhergestellt in Jesu Namen. Someone said, thank you, Jesus. Sag mal, danke, Jesus. Give him praise. You glorify your name. You glorify.